Hey Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video und ihr seht es hier schon, wir sind zwei verschiedene Gegenstände, das ist eine Special Edition von, wer ist das, Steven, ist hier der Mülleimer. Hi, aber ich habe mich nur als du verkleidet, Eisen, eigentlich bin ich Edi. Oh, der war billig. Schau mal, das wusste ich gar nicht, dass wenn ich auf die Wand, dass die sich ja, die nass fährt. Ja, stimmt. Auf jeden Fall heute mal eine Special Edition, wie gesagt, ihr seht nicht, welchen Skin ich habe, ich werde es auch geheime Edition nennen, allerdings kann natürlich nicht jede Folge so heißen, vielleicht kommt sowas irgendwann mal wieder, keine Ahnung. Wir wissen jetzt nicht, wer genau angefangen hat, Steven meint, er hat zuletzt angefangen, also fange ich jetzt an mit dem Rad. Ja, Regeln erklären sich von selbst, falls ihr das noch nie gesehen habt, und dann würde ich sagen, fange ich mal an und frage die Standardfrage, die man eigentlich immer zuerst fragen sollte, und zwar, ist dein Skin männlich? Nein! Was? 50-50 Chance gebrochen, du hast den Fluch gebrochen. Okay, langes Gerede gerade eben um nichts. Also dein Skin ist männlich, haben wir ja. Dankeschön, dass ich einmal richtig raten konnte. Warum bleibst du einfach nur stehen, du Mülleimer? Sehr gut. Seltenheitsstufe, ist dein Skin. Nee, warte. Ist dein Skin legendärer Skin? Kann das sein? Nope. Scheiße, schade, Marmelade. Bleibst du einfach auf der Stelle stehen? Ich dachte, du folgst mir vielleicht ein bisschen. Bisschen Mäuschen anschauen. Ich mach das Nicht-Tanzen-Schild kaputt. Ah, du Arsch. Ja, komm, frag. Okay, ist dein Skin männlich? Ja, tatsächlich. Juhu! Ist dein Skin episch? Nein. Nee, halt, warte. Willst du mich verarschen? Ja, passt. So, wichtiger gefragt, aber erstmal hätte ich vorher fragen sollen. Ist dein Skin ein Shop-Skin? Nope. Nein, oh fuck. Ist dein Skin Gold? Nö. Verdammt. Hast du einen Battle Pass Skin? Nein. Hey, du hast kein Shop-Skin und kein Battle Pass Skin? Willst du mich verarschen? Ja. Lol. Dein Skin ist jetzt aber blau. Oh, kommt man da durch? nein, ist er tatsächlich auch nicht. Hä? Kein Shop, kein Battle Pass Skin? Yo. Mir fällt gerade nichts ein. Ist dein Skin zu einem Event? Also ein Event-Skin irgendwie so in der Art? Ja. Hä? Boah, ich habe keinen Plan. Ist es. Hast du ein Starter-Pack-Skin? Starter-Pack? Nein. Nein, kein. Wobei, okay, Starterpack weg, definier ja. Starterpack. Meinst du Starterpack ja, allgemein alles, was man mit echt Geld kauft? Ah, okay, nein. Ja, wäre auch kein Event eigentlich. Naja gut, dann mach du mal weiter. So, dein Skin ist aber jetzt grün. Warte, grün? Ja, grün ist er. Ja, was anderes wäre nicht möglich. Außer noch DC vielleicht, aber sonst wäre nichts möglich. Ah, und Marvel vielleicht. Aber sonst wäre nichts möglich. Warte, mein Skin ist grün, ja. Also mein Skin ist grün, okay. Ja, stimmt, okay, Marvel, also, DC, was gibt's noch? So ein kleiner Stuhl? Lami? Also dein Skin, wobei ja, du hast noch gefragt, ich glaube, es gibt sonst nur noch DC und Marvel, oder? Und dunkel. Also, dein Skin ist grün. Hey, runter vom Müll! Du Arsch! Hat dein Skin eine Kopfbedeckung an? Jo, hat er. Sieht man das Gesicht bei deinem Kopf, sieht man das Gesicht von deinem Skin nicht? Nein, man sieht es. Verdammt! Kurz in der Lampe geswitcht und ihr werdet das nicht sehen. Alter, also du hast einen Event-Skin, hast du gemeint, und der ist nicht aus dem Shop und auch nicht im Battle Pass. Also ein Event, sagen wir jetzt mal so, mein Skin hat eine Bedeutung. Event, der kam jetzt nicht einfach so. Ja, also Event, das meint man ja. Ja. Warte, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das überhaupt hast, aber kann es sein, dass es ein aktuelles Event ist? Also, was wir Stand jetzt sogar noch haben? Ja. Ich kann die Scheißtür nicht öffnen jetzt. Kann es sein, dass Gotham City was damit zu tun hat? Ja. Sind Sie, mein lieber Herr, Batman? Nein. Jau! So, jetzt errate mein Skin. Die Leute sollen nicht wissen, welchen Skin ich habe. Okay. Ist ja noch spannend so. Kam dein Skin für ein Event rein? Nö. Wobei, doch, ist ein Event, doch, ja. Doch. Dann frag ich mal, was wir auch so noch nie hatten. Ja, so. Nach einem Biom, Dschungelbiom. Nein. Ja, aber auf die Frage gibt's nicht immer eine Antwort. Oh, tü, vielleicht gibt's da eine Antwort. Ja. Also nein, das ist da die Antwort. Schneebiom?
Ja, passt zum Schneebio, kann man sagen. Aha, okay. Okay, ist dein Skin Weihnachtsskin? Yep, das ist genau das Event, was ich gemeint habe. Also, ich habe erstmal Nein gesagt, Aha, aber ja. okay. Hat dein Skin auch so ein Weihnachtsdings-Pulli an? Ja. So rot-weiß halt. Ja, Weihnachtspulli. Okay. Ich weiß nicht, ob du den Namen überhaupt vom Skin weißt, wenn. Hat dein Skin eine Mütze auf, so eine Wintermütze? Nun ja, das habe ich doch vorhin schon gesagt. Ich glaube, du weißt doch, welcher Skin, aber du kannst nicht Ja, wirklich nun mir erklären. fällt der Name nicht ein. Welcher Charakter ist das denn? Also. Ja, der Benny, oder nicht? Nee. Leute, ihr Ja. wisst bestimmt gerade, welcher Skin es ist. Ihr wisst doch bestimmt auch gerade Safe. den Namen, oder? Da gibt's ja nicht viele männliche. Du Kleiner. Weg damit! Wie heißt denn der nochmal von Lost da, der eine Typ, der hier so ähnlich sieht? Hä? Ah, So Said. längere Haare. Said. Ja, genau, Said, so. Aber ich glaube, der war's nicht. Ich glaube, dann deswegen so ein Basketballer-Skin da von den normalen halt, der dunkelhäutige da. Also der Jerome, oder? Ja, genau, Jerome. Ja. Du weißt, welches Skin es ist, aber du weißt nicht den Ja, Namen. warte, warte, warte. Irgendwas mit Ranger, ich kann das Scheißwort nicht aussprechen. Ja, okay, ja, du weißt es Juli, doch sowieso. Jule. Yuletide Ranger! Ja, Hi. genau. Hi. Ach du Arschkopf. Na gut, Leute, das war mal eine Special Edition, kommt vielleicht auch irgendwann mal wieder. Aber ich kann halt, wie gesagt, das kann man halt nicht jede Episode so machen. Vor allem wollen wir auch an verschiedenen Orten machen. Und ja, für den Titel und fürs Thumbnail ist es halt nicht geil, wenn jedes Mal sowas Special Ding, wo nur ein Fragezeichen. Ich weiß nicht genau, wie ich es machen werde, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Falls euch das Ganze gefallen hat, würde mich natürlich sehr über ein Like freuen. Falls ihr noch nicht abonniert habt, natürlich auch sehr über ein Abo. Das war's auf jeden Fall von unserer Seite aus. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal und ciao. Komm her, Junge. Ciao.